Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli. Und zwar zur Folge 43 mittlerweile. Ich hatte es ja schon angekündigt, dass ich hebe es mal kurz auf, dass ich diese kleinen, warte mal, wie halten wir es am besten hier, diese Gittermasten selber gedruckt habe. Wie mittlerweile so ziemlich alles, vielleicht. Naja, egal. Und zwar sollen die ja an meinem Bahnhof oben, den wir ja in der letzten Folge gebaut haben und dann auch da platziert haben, sollen die untergebracht werden. Ich habe ja zum Schluss des Videos erwähnt, dass ich optisch gesehen die Fabrik anschließen möchte. Das heißt, als wenn die Fabrik da im Hintergrund dort den Strom liefert, den meine Gebäude oder ja, was auch alles hier so ist, brauchen. Und das möchte ich jetzt mal machen. Ich habe jetzt mal hier eine Probe aufgestellt. Ich werde mal die Kamera kurz runterschwenken. Mal einen Augenblick bitte. So, und da habe ich das jetzt schon mal so ein bisschen hingestellt hier. Ich glaube, ich habe alles ein bisschen drin. Müssen wir noch ein bisschen rein. Ja, wir versuchen es mal so. Und zwar habe ich dann auf der rechten Seite, wenn ich nehme mal kurz was zum Zeigen hier. Das zeige ich euch nachher noch. Das ist ein halbes ja, Stellwerkhäuschen. Hier beiden sind ja, hier vorne sind ja die Signale. Hier ist einer von diesen Gittermasten. Hier hinten steht auch einer, wobei der da hinten nur, ich sag mal, ein Platzhalter ist. Dieser Gittermast hier hinten, der wird nicht so dick werden. Der wird also flacher, der wird wahrscheinlich nur aus einer Vorderseite und vielleicht zwei halben Hinterseiten. Wird aber auch diese beiden ja, Anbauten hier, diese Schnürkel da, behalten. Dann haben wir hier den nächsten. Hier hinten ist wieder ein Stellwerkhäuschen, ein halbes. Und hier hinten ist dann die Gitterbrücke Variante Nummer 2. Da bringe ich nachher, ups, jetzt habe ich es auch noch umgeschmissen, oder ich kann es ja mal vorholen hier. Kann ich ja mal in die Kamera reinhalten. Und zwar, ein bisschen höher gehen, zeige ich es nachher nochmal. Das ist jetzt also keine Signalbrücke, wie ich es jetzt mal gebaut habe, sondern hier haben wir jetzt so ein Ortsschild. Ist ein bisschen, naja, mal gucken, ob wir es nachher sehen. Ein Ortsschild mit zwei entsprechend drüber gebauten Lampen, die natürlich auch beleuchtet sind. Ist natürlich erstmal nur als Provisorium hingestellt da hinten, wird aber definitiv hier hinten stehen. Ja, und lassen wir es mal liegen, das will jetzt durch die Kabel nicht so richtig. Und wie gesagt, ich möchte jetzt als nächstes die ganze Sache hier verkabeln. Das heißt, der Strom soll mehr oder weniger von dieser Stelle kommen. Da kommt vielleicht noch irgendwie ein Strom. Zeugs daneben, muss ich mal gucken, was man so schön basteln kann. Und dann sollen sozusagen jetzt Kabelverbindungen von den einzelnen, ja, bis natürlich zu den umgefallenen Gittermasten da hinten, vielleicht sogar auch von hier zu den Stellwerkshäuschen, auf jeden Fall zum Bahnhof runter, hier zu dem Mast hier vorne, vielleicht auch dahin und natürlich weiter über die Anlage kommen. Da wäre ich wahrscheinlich diesen Federdraht nehmen, den ich hier zum Weichenstellen genommen habe, diesen ganz dünnen, dass das dann entsprechend mit einem Kabel wäre das wahrscheinlich schlecht, weil die stehen jetzt hier auch gerade so, die muss ich ja noch verkleben, das ist ja alles noch nicht gemacht. Und dass dann sozusagen die Verbindungen geschaffen werden, wie gesagt, die sollen keinen Strom leiten, die sollen ja nur optisch da sein, sodass wir eben so ein bisschen diese verrückte ja, Steampunk-Geschichte hier reinkriegen, beziehungsweise alles ein bisschen auf alt, dass da noch die Kabel frei hängen und so weiter und so fort. Das möchte ich reinmachen. Wobei ich wahrscheinlich erstmal nur das alles jetzt hier anbringen werde und entsprechend dann hier von die Gestaltung mache. Wie man sieht, oder habe ich ja hier hinten alles so schön verspachtelt. Das zieht sich bis da hinten hindurch. Oh, also hier. Und wird dann noch gestaltet. Da kommt dann natürlich noch, das wird koloriert, da kommt dann noch Material drauf, da wird vorne noch ein Zaun hingebaut werden und da kommt noch einiges mit dran. Ich muss ja immer versuchen, mein kleines bisschen Platz, den ich mir hier hinten eingeräumt habe, das ist vielleicht, den ich hier verwenden kann, ist vielleicht, na sagen wir mal 1,5 cm. Da muss ich versuchen, irgendwo ja eine gewisse Tiefe reinzukriegen. Deswegen habe ich ja damals auch die Fabrik hier in mehreren Schichten reingeklebt, damit man das Ganze so ein bisschen optisch tiefer, wesentlich tiefer kriegen, als es ja eigentlich sein kann. Und wer sich erinnert, habe ich ja damals bei der Spur Z-Zeit hier vorne so ein Brettchen gehabt, wo ich die Lampen reingebaut habe. Das habe ich also weggenommen. Jetzt habe ich die Lampen direkt reingemacht. Kommt nachher auch ein kleiner Part noch zu.
Und so, dass ich die Lampen, die habe ich jetzt in Hülsen gesetzt. Jetzt fällt das Ding auch gleich runter. Habe ich in Hülsen gesetzt, so dass ich, man sieht es vielleicht jetzt hier so ein bisschen, dass ich die Höhen verstellen kann und dann nach meinen Bedürfnissen da irgendwo, entweder muss ich sie drehen oder ich weiß noch nicht wirklich, wie ich es mache. Das soll ja auch, die sind ja wirklich die, auch die Spur-Z-Lampen hier drinne, die klein wirken sollen. Ich muss ja gucken, dass sie alles, was weiter hinten hinkommt, kleiner ist. Und das, was weiter vorne kommt, dann die Normalgröße erreicht. Deswegen habe ich viele Sachen von meinem Spur-Z aufgehoben, eben auch die Lampen, dass die eben dann auch wirken, als wenn sie wesentlich weiter hinten stehen. Und dann im Vordergrund dann größere Lampen unterbringe. Dann schwenkt man gleich mal auf meinen Arbeitsplatz zurück. Da kommt jetzt die zweite Variante meiner Gitterbrücke. Keine Sorge, das geht alles recht schnell. Ich zeige euch nicht jeden einzelnen Schritt nochmal. Das haben wir ja nur schon zur Genüge gemacht. Die Lampen, die ich jetzt ja gerade baue, die habe ich logischerweise auch aus meinem 3D-Drucker. Die kleinen Köpfe habe ich gemacht. Die sind, glaube ich, so, na, ich glaube, 2-3 mm stark. Da habe ich ein kleines Loch mit reingedruckt, habe ich mit dem Handbohrer nachher noch ein bisschen in Form gebracht und habe jetzt hier aus Messinghülsen mir so kleine Lampenhälse oder wie sagt man denn jetzt hier, Lampenhalterungen gebogen, die damals oben zu sehen sind, wo dann ein Schild beleuchtet werden soll. Das habt ihr ja schon im Eingang des Videos gesehen, das dann sozusagen mit kleinen LEDs beleuchtet wird. Das sind die Grundkörper meiner Gittermasten, die ich hier zeige. Die hatte ich ja schon mal gepostet und die habe ich dann genau wie alles andere im Grunde genommen grundiert, bemalt. Haben wir auch schon 100 Mal gesehen, deswegen alles jetzt hier ein bisschen im Schnelldurchlauf. Rechts sehen wir noch, wie ich die Brücke fertigstelle. Da habe ich also die Lampen schon drin. Da habe ich auch die Kabel verlegt. Ein ähnliches System wie bei den Signalbrücken. Hier sehen wir das jetzt schön mit dem Schild hier, wie es beleuchtet ist. Mir persönlich gefällt es mal wieder. Das ist ein Schild, was jetzt nicht unbedingt wirklich einen Sinn erfüllt. Aber das muss es ja auch nicht. Mir gefällt es einfach. Das sind die Laternen, von denen ich am Anfang gesprochen habe, die höhenverstellbar sind. Da habe ich dann Messinghülsen unten drunter den Ast zum Anschluss dann praktisch reingeklebt. Reingeklebt, sage ich schon. Ja, reingeklebt habe ich zum Anschluss auch. Aber die Widerstände habe ich dann erst zum Anschluss reingebracht. Und so kann man dann die einfädeln und dann entsprechend dann Höhen verstellen. Und das macht sich recht gut. Hier sehen wir jetzt nochmal den 3D-Druck von dem Bahnwärterhäuschen oder Schnellwerkhäuschen, was ich gemacht hatte. Und auf das Häuschen würde ich in der nächsten Folge mal zu sprechen kommen. Da wird es nochmal recht interessant, weil da werde ich das Ganze gestalten, ausarbeiten. Und dann geht es auch schon an die Grundgestaltung des Bahnhofs und alles, was dazugehört, Zäune und Zubehörzeugs. Dann werden die Signale mal verklebt, dann kommen die Masten noch ran und so weiter und so fort. Dann denke ich mal, ich werde mich jetzt gar nicht mehr einblenden, wie vielleicht geplant. Wir haben es im Grunde genommen durch. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dabei gewesen bist. Bis zum nächsten Mal und wieder dabei bist, dein Aquaprinter aka Uli. Bis dahin, tschüss.